So, da sind wir bei Deadly Premonition. Wir sind im Greenvale Hospital. Haben beim letzten Mal das Rätsel gelöst mit den Schachfiguren. Und eine ganz wichtige Sache zum Anfang. Ihr seht vielleicht, das Bild sieht ein bisschen flüssiger aus, definitiv. Und es sind auch nicht mehr so viele Schlieren wie sonst. Ja, ich habe ein bisschen an den Xbox-Einstellungen rumgespielt. Und habe da ein paar ganz tolle Optionen gesehen. Farbwerte und so ein Zeug, wo ich nicht bedacht habe im Prinzip, weil es bei der PS3 nicht so ein großes Problem ist. Und holy shit, es läuft auf 60 Frames konstant, ohne Schlieren. Das heißt, ja, tut mir leid, dass die ersten paar Folgen ein bisschen strange aussahen. Das sollte jetzt auf jeden Fall in absehbarer Zeit viel, viel besser werden. Und wir gehen jetzt zu Dr. Johnson in den Keller, weil er ist bei den Toten. Haben wir aber beim letzten Mal rausgefunden. Mit unserem unglaublichen Sherlock-Mind, was wir da angewendet haben. Holy crap, das war unglaublich gut, was wir gemacht haben. Warte mal, unten? Okay. Gibt's hier irgendwie eine Treppe oder so? Wie zum Teufel komme ich in den Keller? Das ist echt verwirrender als Silent Hill irgendwie. Ganz ehrlich, auch wenn es in Silent Hill dunkel ist. Ich, oh, schau an. Fängt es ja jetzt auch schon so an. Das Schloss ist kaputt, ich kann es nicht öffnen. Jop. Ach, da geht's runter. Holy shit, okay. Sehr gut, dann kommen wir auf die untere Etage. Ja, das sieht schon viel besser aus. Weil mich in einem der letzten Videos auch ein paar Leute darauf angesprochen haben. Ich dachte, das wäre ein Problem vom Spiel. Das war mein Fehler. Ich geb's zu. Aber wir sind auf jeden Fall richtig gelaufen. Das sollte für alles entschädigen. Yes. Magnetkarte funktioniert, die wir oben noch gefunden haben auf dem Rechner. Und jetzt schauen wir mal, ob hier auch der Körper von dem Mädchen rumliegt. Anna? Anne? Wie hieß sie nochmal? Irgendwas mit A-N-N und dann A oder E. Whatever. Anne oder Anna. Guck mal hier ganz kurz rein. Das ist, glaube ich, zwar nicht der Raum, in den ich rein sollte, aber da, guck mal, da ist irgendwas. Regale zum Aufbewahren von Leichen. Die öffne ich nur, wenn es unbedingt sein muss. Ja, true story. Das solltest du eigentlich auch nicht wirklich so machen einfach. Und hier? Genau das Gleiche. Aber nur die beiden. Nur die beiden. Alle anderen würde ich sofort öffnen und den Inhalt essen. Köstlich verschlingen würde ich ihn. Okay, er ist zu. Klopf mal. Es ist abgeschlossen. Ja, es ist blöd. Das sehe ich. Das ist blöd. Herb the Derp, so. Oh, was gibt's hier vorne? Oh, da kann man mal speichern und dann gibt's hier noch. Oh, erstmal hier, Kohle. Agentenauszeichnung, weil wir so unglaublich awesome sind. Was haben wir denn hier? Mehrere Lebensmittel, aber nicht meine Lieblingssachen. Ja, dann nehmen wir es auch nicht. Wir geben uns nur mit dem Besten zufrieden. Selbst das Zweitbeste ist Bullshit. Gut. Dann sind sie Dr. Johnson. Usher, sorry to keep you waiting. Ah, you made it. Let's get started, shall we? Usher. Oh, come on. This is Agent Morgan from the FBI. Usher. Nice to meet you. I'm Usher Johnson, the doctor in this hospital. FBI Special Agent Francis York Morgan. Oh Gott, fang jetzt nicht an zu tanzen, sonst sterbe ich. Everyone calls me that. Very well, Agent York. Oh, die hätten so einen funky Handschlag machen müssen, so bam bam ghetto und so. Let's just say I've dealt with corpses before. Und dann aus den Waffen schießen und so ein Scheiß. That battle of wits, by the way. Did you create that yourself? Mm-hmm. I just wanted to see if our FBI agent could handle the task. I see. Well, it was pretty fun. Oh, I'm glad you liked it. For the bros. We don't have much time. We need those autopsy results. Das stimmt. Die sollten wir nicht vernachlässigen auf jeden Fall. Next time, try challenging us without obstructing an investigation. You've angered the monarch. Muss ich jetzt Angst haben? Einen großen bärtigen Mann. The stiffening of the muscles. The time of death is estimated to be between 20 and 2200 hours. That's still quite early for such a crime to take place. Okay. Note that there are two exterior wounds. Pressure marks around the neck and a long cut running from chest to abdomen. Blood marks on the right.
Okay. Wie ich genau die gleiche Bewegung gerade gemacht habe. But that is unrelated to the cause of death. It probably happened to her after she was killed. Now, I first thought death by suffocation due to the marks on her neck. But after further investigation, I now have a different conclusion. Okay, Asha. The direct cause of death was loss of blood from the wound. Okay. Asha. Which means... She was cut up while she was still alive. Oh, shit. Das ist nicht cool. Yes, a sharp knife was used. It was inserted beneath the sternum and then sliced downwards. The excessive loss of blood from her internal organs is what actually killed her. Her nails are clean and with no skin cells from the attacker. She also doesn't appear to have been bound nor badly beaten. She was apparently killed without resistance. Vielleicht eine Opferung oder sowas. The most tragic thing, however, was that she was unable to speak her story to anyone who could hear her cries. The perpetrator cut out Anna's tongue. Oh, I believe she was drugged first to phase her consciousness. Shit, okay. The killer killed. Die Musik passt nicht, Leute. The killer most likely has a deep, traumatized past concerning women. He probably cannot converse with them normally. Cutting out the tongue suggests a very lonely individual. Either that or a truly hardcore sadist. He must get off on watching women suffer, especially when they can't answer back. Now, he watched as the blood pumped from her body, as she gradually grew cold. A case in Seattle in 1985 with much like... Usher, please, limit your report to your findings as a doctor. Criminal profiling is my job. Oh, shit. You're wrong, also. Oh. Anna died fully, deeply, painfully aware of what was happening to her. But, Okay. Yeah, das war. Me, what time did it stop raining on the night Anna was killed? Just before I went to bed, right after the movie on TV ended, so... around 1 a.m.? What movie was it? An American Werewolf in London. Directed by John Landis, 1981. So the rain stopped, accompanied by the ending song, Blue Moon. Das ist wichtig für die Ermittlung. Merkt's euch. George, would you mind if I examined Anna myself? What more do you hope to find? I'm sure I mentioned that I have a personal interest in cases like these. Oh, das klang gerade ganz... Oh, Jörg, das klang unglaublich falsch. Was kann ich denn? Asche, Alter. Ja. An den Füßen irgendwas? Anna liegt auf dem Tisch. The No-Shit Sherlock. Das haben wir jetzt auch schon bemerkt. Okay, vielleicht die Hände irgendwie, da ist ein Symbol drinne. Den Spuren zufolge hielt sie etwas in der Hand. 6 Stunden nach dem Tod wurde es entfernt. Das Objekt war rund mit einem Relief wie ein Friedenssymbol. Okay. Schöne blonde Haare, noch nach ihrem Tod wunderschön. Spuren von Tropfen an ihren Augen. Sie muss geweint haben, bevor sie ermordet wurde. Joa, es ist nicht so ungewöhnlich, glaube ich. Sie trägt hübsche, falsche Fingernägel. Alter! Das will ich nicht wissen. Kann ich auch ihn observieren? Da ging oben doch auch was. Ah ja, ja. Schwer zu sagen, wie alt er ist, aber sehr alt wohl nicht. Ein vertrauenserweckender Arzt. Yeah! Okay. Was finden wir denn noch? Die Zunge wurde entfernt.
Sieh dir die Kante des Stumpfes an. Okay. Hm. Ja, Donut ist genau das, woran ich jetzt denke, wenn ich eine abgeschnittene Zunge sehe. Köstliche, köstliche, gezuckerte Donuts. From her lack of resistance, I'd say that Anna's injuries happened very quickly. Unable to speak, she was then left to cry herself to death. Zack, holy it's fuck. All starting to come together. The perpetrator stayed with her for at least 2 hours until it stopped raining. At the estimated time of her death, it was still raining. But you can still see tear marks on her cheeks. That means she was killed under a roof somewhere. Hmm. She was then carried into the woods after it stopped raining. Hmm. Okay. Mastermind. There's one other thing. Her tongue was removed with a very blunt knife. In fact, it's more likely it was simply chopped off. What? Asha, are you a passionate man? Well, not particularly, I mean, but I am man enough should the moment call for it. George, how about you? I'm very passionate, yes. Especially when it comes to women. But I don't see what that has to do with anything. George, the perpetrator is just like you. He's passionate about women. He's a passionate kisser. This was a kiss of death. What are they, abgebissen? The perpetrator bit off Anna's tongue. Oh! Holy shit. We'll never get a dental print from a wound like this. But this is still a big lead. Der Zungenbeißer von Green Whale. Oh mein Gott, ich sehe schon die Poster. Man muss mal alles inspizieren, Leute. Zu oder nichts. Oh. Jackpot, Zack. A shame, but our old-time All-American sightseeing tour just came to an end. This case is now under the jurisdiction of the FBI. Ah, Red Seed, okay. I'll need you to assist me in the investigation. What in the hell do you mean, Agent Morgan? I know I said I was passionate, but you can't think I did this. That's not why I'm assuming command, George. You're a suspect just as much as every other passionate man on Earth. Let me show you something. Es ist auf jeden Fall vom gleichen Typ in dem Fall. Der Finger. Holy shit. Oh, yes, das bist du ein Samendealer. Tada! There you go. Amazing, huh? I'm sure you have a lot of questions, but most of the details are top secret. What the fuck? George, Emily, we should be going. No need to stay here any longer. Okay. I have to sign the release. Just give me a moment. Very well. I'll go on ahead. I can't take it any longer down here. Erstmal rauchen gehen. Das ist eine verdammt gute Idee, Jörg. Erstmal raus aus diesem komischen Leichenraum. Bishop takes queen. His rook takes your queen. Then your knight takes rook. And checkmate. Huh? Voll der abgebrühte Kerl, Alter. Holy fuck, voll der Geschäftsführer. Wie sie geschockt sind. My first victory in the Grandmaster ranking. Wir nehmen, wer noch ein Schachspiel gelöst hat, Alter. Der Typ ist mein Held. What the fuck? Das war mal eine richtig geniale Zwischensequenz. Ohne Scheiß. Also das Spiel versteht es wirklich mit dem ganzen Slapstick, das es aufgebaut hat, wirklich auch verdammt interessante Zwischensequenzen und Geschichten zu haben. What the fuck? Okay. Das war gerade noch nicht so. Zack, they're here. Die nächste Marmeladenlieferung oder was? Ah, man. Shit. Gut. Dann heißt es jetzt wohl wieder ein bisschen actiongeladener werden. Und dann möchte ich mal ganz kurz speichern. Wo denn? Hier, genau.
An einem alten Münztelefon mit Wählscheibe. Oh, das waren noch Zeiten. Erinnert euch noch daran? Ich weiß nicht. Die meisten von euch werden vielleicht zu jung sein, sich daran zu erinnern. Aber wir hatten damals so ein Wählscheibentelefon. Ja, ja, ich bin so alt. Naja, noch nicht so wirklich. Wir hatten das auch verdammt lang. Wo man die Leute mit Nullen und Neunen gehasst hat, wenn man die komplette Scheibe drehen musste. Oh, ich habe die Leute gehasst, die habe ich nie angerufen. Nie habe ich die angerufen. What the fuck? Okay, lass mal hier durchgehen. Irgendwas ist hier am Grunzen ein bisschen. Wow, fuck, die Tür geht auch, die Uhr geht auch apeshit da oben. Am Rechner kann man nichts mehr machen. Interessant auf jeden Fall. Es ist doch Anna. Oder wer war das gerade? War das Emily? Keine Ahnung. Ich glaube, es war das Mordopfer, soweit ich es gesehen habe. What the fuck? Was geht denn hier vor sich, Alter? Dieses Spiel einfach von total funny Szene in total krass abschwenkt in ein paar Sekunden. Das ist extrem nice. Regale zum Aufbewahren von Leichen. Ja, genau. Und jetzt muss es sein, Junge. Okay. Ist nichts drin. Vielleicht finden wir irgendwas drin. Ahaha. Automatikkugeln. Müssen wir mit einfach kommen. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ich weiß zwar nicht, ob ich eine... Ah, shit, da draußen, Mann. Da draußen. Da sind sie doch. Schaust du da ran. Die Kranken aus dem Dorf, Mann. Und das Mordopfer. Definitiv das Mordopfer. Jetzt hat man sie nochmal richtig gesehen. Ich hab sie leider schon links gesehen. Wie sie nach meinem Anzug trachten. Boah, Krankenschwestern! Holy crap! Okay. Zulage für getötete Gegner. Sehr schön. $13 gekriegt, weil ich die alle abgeballert habe. Für Spaß kriege ich hier Kohle. Es ist ein Traum. Oh, alter Schwede. Okay. Ich verstehe auch so langsam, warum dieses Lock-on-System wirklich auf der Mitte eigentlich fast ist. Weil die meisten Gegner sich halt so strange umdrehen und dann auf einen zulaufen. Wieso penetrierte Krebs irgendwie, die Rückenschmerzen haben, nach einer durchzechten Nacht in der Schwulenbar? Ja, richtig. Die meine ich. Genau diese Krebse. Die sich dann danach fragen, wer den verdammten Kaktus im Darkroom gelassen hat. Hohohoho. Ich war noch nie in der Schwulenbar. Aber ich stelle mir vor, dass es vielleicht so zugehen kann. Nein, Quatsch. Ich sag, wow, okay, ich sollte mich mal auf dieses Krankenhaus ein bisschen konzentrieren und nicht über irgendwelche komischen Krebse mit Rückenbeschwerden reden. Gut, aber die ganze Zeit, die meisten Türen sind eh zu. Um die muss ich mich nie wirklich kümmern. Oh, oh, shit. Kommt die Alte durch die Wand? Oh, oh. Das war nicht so geil. Jetzt, komm schon. Dreh dich um. Dreh dich um, Baby. Rückenlage, Rückenlage. Du bist ein Delfin. Komm, schwimm. Ah, fuck, warum lade ich jetzt schon nach? War noch nicht mal down. Davon ist eh noch eine. Bullshit. Jawoll. So muss es sein. Bullseye. Fucking Bullseye. Holy crap. Ich kann da aber nicht durchgehen. Ich kann scheinbar gar nichts anstellen mit diesen schwarzen Löchern. Wo die gerade rausgekommen ist. Das ist dann wirklich im Prinzip so ein Gegnerausgang. Im Prinzip so ein Portal, wo sie durchlaufen können. Und das Leben schwer machen können, wenn ich nicht drauf achte. Genau dafür ist es da, mir das Leben schwer zu machen, verdammt. Jawoll. Wie gut's läuft. Was kann ich in meine Kisten? Kann ich dich schieben oder so? Das kann ich sicher bewegen. Das überlasse ich dir, Zack. Das ist auch wieder irgendwie so... Keine Ahnung. Schiebt's gegen die Wand und ich verstehe nicht warum. Ach, whatever. Gehen wir mal wieder hoch, ganz kurz aus der Leichenhalle raus. Aus dem oh, da vorne wankt wieder einer durch die Gänge. Vielleicht teilweise besser, das Licht auszulassen. Das blendet sich so heftig. Okay, da können wir nicht durch. Da ist Marmeladenparade. Verdammt nochmal. Marmeladenparade. Holy shit. Wow. What the fuck? Hier soll ich es vielleicht doch lieber anmachen.
Jawohl. In Rückenlage seid ihr gar kein Problem, weil der im Prinzip das Ziel auf der Mitte des Rückens zentriert und wenn sie sich nach hinten beugen, dann eben genau der Kopf in dem Bereich ist. Das haben sie schon durchdacht. Ich habe mich auch am Anfang gefragt, warum das ist, aber jetzt verstehe ich es auch so langsam. Es ist einfach, weil bei den meisten Gegnern so ist, dass die Bewegung gegen dieses komische, ich mache jetzt eine verdammte Brücke und tanz Limbo und ouch, Hexenschuss, ich komme nicht mehr hoch. Das sind die Gedanken, die sie wahrscheinlich im Kopf haben. Okay, hier heult irgendjemand. Okay. Sie kommen aus dem Boden raus sogar, die Viecher. Nicht ins Bein. Jawoll. Jawoll, das ist doch verdient, das ist doch. Das ist mein Geschenk an dich. Blaue Bohnen. Zum Nachtisch. Upp. Oh shit, oh shit, oh shit. Ah. Nein, 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 du kriegst mich nicht. Ich habe nicht erwartet, dass aus diesem Portal-Ding noch einer rauskommt. Jawohl. Oh, fuck, das ist eine schnelle. Manche sind verdammte Teleporter, das ist unglaublich. Fucking Wizards. Sind mir alles klar hier? Irgendwie ist es strange, hier halt doch noch irgendjemand. Das kommt von hier irgendwo. Da können wir nicht rein. Dämonenschamhaare davor, verdammt nochmal. Ein ganzer Haufen. Wie in den 60ern hier. Yes. So muss das. Ach, Alter, hier sind aber echt auch einige Krankenschwestern. Das ist echt der Wahnsinn. Also mit Gegnern haben sie hier nicht gespart. Wobei ich ganz froh bin, dass es mal wieder eine ein bisschen actiongeladenere Szene gibt. Ist dann zwar... Also die Storyteile sind auch wirklich genial, einfach nur. Aber ein bisschen rumballern ist ja auch immer zwischendurch wieder schön. So auf Krankenschwestern, ja, ein bisschen den Hass rauslassen, kein Problem. Kann ich rein in den OP. Muss mal reingehen. Ich glaube, das Heulen kommt von da drinnen, kann das sein? What the fuck, man. Holy fuck, okay. Das hier, Kaffee, schwarz. Nimmst du mal. Oh, Kaffee, schwarzer Kaffee, Junge, weißt du, wie lecker der ist? Wir haben nur Milchkaffee dabei. Jetzt nehme ich mal männlichen schwarzen Kaffee mit. Kriegt man zwar Bauchweh und Durchfall, aber wen interessiert's? Bohnen kauen. Ist mit einem weißen Tuch bedeckt. Was sollen wir tun, Zack? Drunter schauen? Natürlich. Hallo? Ist die mit einem Wiesel da drunter? Hä? What the fuck? Magnetkarte für das Hauptgebäude, okay. Fucking strange. Oh, jetzt kommen sie aus den Löchern hier. Jetzt kommen sie aus den Löchern. Jawohl, das war's. Man hört es auf jeden Fall immer, wenn die Gegner down gehen, von dem her, das ist ein... Oh, holy fuck, das ist ein ganz guter Indikator. Was ist denn... Wohin tanzt du denn? Hier bin ich. Jawoll. Halt drauf, Junge, halt drauf. York, lad nach. Yes. Jawoll. So will ich das doch sehen. So kommen wir ins Geschäft, Junge. Okay. Wir haben die rote Magnetkarte gefunden. Das ist schon mal gut. Die werden wir auf jeden Fall, denke ich, noch brauchen. Gut, dass ich da nochmal reingelaufen bin. Jetzt hätte ich mich hier wahrscheinlich... ewig lang in den Gängen aufgehalten, mir gedacht, hey, wo geht's denn hier weiter? Wie so ein Derp halt. Ja, wie so ein Derp, ganz genau. Also, jetzt schiebe ich das da lang. Und dann, York, hör auf. York. Kann ich es auch einfach zerschlagen? Macht mir das die Sache nicht einfacher, wenn ich einfach nur draufschlage? Wie wär's damit, um da ranzukommen? Weil ich jetzt irgendwie... Holy shit, das hat Physik. Kein Fuck, das hat Physik, da kann man einfach drauflaufen. Aber das kommt auch nicht durch die Marmelade durch. Warum baut man keine Flugzeuge aus diesem Marmeladenzeug? Das wäre köstlich und sicher zugleich. Es gibt es Besseres. Gut bewaffnet, genau. Genau, wie als wenn ich den in ihre dicken Bäuche boxen will. So, was haben wir hier? Ah, hier brauchen wir die Magnetkarte.
Karte, die wir gerade eben gefunden haben. Bingo! Gut, dann wäre ich doch nicht so lange in den Gängen rumgelungen, weil das dann doch recht offensichtlich ist, wo man hin muss. Und ich dann beim ersten Mal zurückrennen schon gesehen hätte, so, aha, yes, da muss ich lang. Okay. Bleibt wohl nichts anderes übrig, als hier rein. Oh, okay, das ist so ein bisschen Safe Room. Hier ist auch mal ein Waffenkasten und so. Hm, was haben wir denn sonst noch hier? Oh, Lucho. Du hast so meine Kasten, da gehe ich eh gleich ran. Um mein Inventar mal ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Mal gucken, was ich überhaupt dabei habe. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Schwanzkasten, ja komm, leg's auch rein. Oh, normaler. Wir haben, glaube ich, nur kleine bisher gesammelt. Dann Einsatzmesser. Ach, du hast den Kasten. Wir haben zwar eins, aber benutze ich das wirklich? Weiß es ja nicht. Könnte ich pennen? Will ich pennen? Nö, warum sollten wir pennen? Wir können ja auch pennen. Stabilisator? Was ist das denn? Regeneriert den Puls vollständig und verhindert dessen Ansteigen lange. Oh, yes. Nehmen wir mit. Stabilizer. Sehr gut. Das gibt es bestimmt nicht auf Rezept. Gibt es bestimmt nur auf Rezept, so rum. So, gehen wir mal in den Kasten ran, ganz kurz. Schau mal, was ich so dabei, wie viel Platz ich überhaupt noch habe, falls ich Einsatz mit dem Verbandskasten. Okay. Vielleicht verstauen. Mal gucken, was ich dabei habe. Ich habe. Ja. Bandage. Mini-mäßige Gesundheit wieder. Dann Kaffee mit Milch. Es vertreibt Müdigkeit. Na, ich bin. So, warte mal ganz kurz. Stimmt ja, wir haben auch noch die verdammte Müdigkeitsanzeige und so weiter. Oh mein Gott. So, ganz kurz schauen, wie müde bin ich eigentlich? Das ist schon ein bisschen ein längerer Tag eigentlich, ja? Dann sieht man das ja nochmal. Hier. Die wird einfach nur kleiner wahrscheinlich, ne? Das ist der schwarze Bereich links davon. Ja, okay, nö, ist noch voll in Ordnung. Also wir müssen nichts trinken. Das heißt, wir können auch einen Kaffee reinlegen. Ich nehme einen mit. Weil die Kisten sind ja relativ human gesät, sage ich jetzt mal. Das tust du rein. Dann haben wir hier Leuchtsignal. Oh, wird sofort ein Streifenwagen zur Verfügung gestellt. Oh, das lasse ich mal drin vielleicht. Eingemacht, dann stillt dein Hunger ein wenig. Oh, nö. Oh, hier erstmal die Gurken weghauen. Stabilisator. Ach, warum nicht? Nehme ich jetzt einfach mal mit. Waffe habe ich eh nicht wirklich arg viel mehr Möglichkeiten, oder? Nein, ich verstaue nochmal ganz kurz herausnehmen. Habe ich irgendwie waffenmäßig was anderes? Nee, super. Messer. Gut, jetzt habe ich wenigstens mal so einigermaßen Überblick, was wir alles dabei haben. Ich habe die ganze Zeit irgendwie nur eingesammelt bisher und nie wirklich geguckt, was überhaupt abgeht. Ja, yeah, jetzt weiß ich's. Also wir haben nicht so wirklich viel Zeug, aber ich denke mal genug, um hier durchzukommen. Also bisher bin ich noch nicht so drauf angewiesen. Speichere mal ganz kurz hier in diesem Raum, wenn wir mal ein bisschen Ruhe haben. Oh yeah, so. Das kostet 500. Oh, jeder Anruf kostet $1. Oh mein Gott. Das kann ich mir ja gar nicht mehr leisten. Ich verdiene in der Stunde $200 oder so. Weißt du, was ich meine? Gut, Leute, ich würde sagen, ich mache hier in diesem wunderschön dekorierten Raum, was auch immer das darstellen soll, Venen, Adern, keine Ahnung, einfach nur Blutgefäße wahrscheinlich. Ja, wir gucken beim nächsten Mal, wie es weitergeht im Krankenhaus und was überhaupt für ein Film geht gerade, ich hab's gar nicht. Dieser Übergang war extrem krass, aber ziemlich geil. Bin mal gespannt. Bis dahin, haut rein.